Ja, hier bin ich wieder bei dem roten LKW und bei den anderen Wagen. Denn in der letzten Folge, da hatte ich ja den Livestream gemacht und der war dann nach 3 Stunden ausgegangen. Ich wollte noch ein paar Meter weiterfahren und zwar da hinten in so einer Markierung, wollte ich den da ausmachen, aber na gut, dann fange ich halt eben hier an und möchte mich noch einmal dafür entschuldigen, dass der Stream einfach so ausgegangen ist, aber ja, ich kann ja nichts dafür, dass auf einmal ausgegangen ist. Auf einmal war denn das Bild weg. Wie auch immer, ihr habt da nichts verpasst. Ich konnte ja in dem Moment, wo das dann weg war, speichern und ja. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt wieder hier und jetzt geht es halt weiter. Nur eben als Video und nicht als Livestream, wobei ein Livestream ja jetzt auch das Video ist, aber ne, ihr wisst, wie ich das meine. So, einmal von hier oben gucken. Ich höre, warum? Nein, keine Rauchbombe. Stein. Geh mal da hinten hin. Okay. Dann komm mal her. Kennst du schon das Rohr hier? Ha? Ja, hättest du gerne, ne? Wollte eigentlich diesen hier machen. So. Immer schön auf deine. Genau. Immer schön auf den Kopf bei den Frauen. Dann können die besser denken. Und umgekippt hat die Maschine auch noch die alte Pflaume. Ach, kommt noch einer. 8000 ist auch noch wer. Und da ist auch noch wer. Okay. Dann verstecke ich mich mal kurz. Und markiere sie mal. Der schönste Baum ist der Vogelbeerbaum. Okay. Und dort ist noch jemand. Am Wasser ist immer viel los eigentlich. Aber ich wollte ja dahin. Halli, hallo, Elisabeth, Vogelbeerbaum, ja. Was haben wir zu der Steine? So, wenn ja, dann war es der letzte Stein. Genau, mehr Beute. Gut, ich fahre da mal hin. Wir haben noch 63. Moment. Da mal los, ja. Die lassen mich nicht in Ruhe. Weg da! Das war mein erster, den ich umgefahren habe. So wie im richtigen Leben. Yeah, im Umfahren. Nein, natürlich nicht. Oi. Oh, was haben wir denn hier von der Siedlung? Ich halte da mal an am besten. Kann natürlich jetzt nicht speichern, denn es sind zu viele in der Nähe. Oder halt eben zu nah. Okay. Muss ich hier ein bisschen aufräumen, ne? Da haben wir ein Haus, eine Hütte, wie immer, da steht ein Wagen. Und da haben wir jede Menge Zelte. Das sind. Ach du Heilige. Okay. Ja, guckst du, ne? Legt er sich auch mal. Ja, schön warm der Motor, genau. Kriegst du warme Eier.
Oh, ich wollte eigentlich, aber naja, gut. Moment. So. Bloß nicht so viel Lärm machen. Sonst locke ich da die ganzen Viecher an. Wollte gerade mal durch mein Fernglas gucken, aber naja. Okay, hier unten auf dem Weg, da hinten auf der Straße läuft keiner rum. Hier ist im Moment keiner. Hier ist im Moment keiner. Sieht aus, als wenn das der einzige Wolf war. So, mal gucken. Da ist Licht, da raucht es. Kann sein, dass da Leute sind. Normalerweise ja, aber ich sehe im Moment keinen. Ich höre auch nichts. Schlafen die alle da wirklich? Was war das? Was für einer einen Stein geschmissen hätte, aber das kann ja eigentlich nur ich. Na gut, dann schau ich mal. Kann ich vielleicht jetzt speichern, nachdem der Wolf weg ist? Lalalala. Und ja, es geht. Schnell speichern, das ist gut. So, die 100 und etwas Meter, die laufe ich erstmal kurz oder ich könnte hier rüber, aber ich glaube nicht, das sieht zu tief aus. Das ist mit Sicherheit zu tief. Ja. Genau. Er kann leider nicht schwimmen, der Typ. Naja. Was soll man machen, ne? Wenn man nicht schwimmen kann. Hä? Am besten schwimmen lernen, genau, hätte ich auch gerne. Aber ich kann ja. Oh. Der wird geschossen. Ist hier was drin? Nein. Ist hier irgendwas? Hallo, jemand zu Hause? Sogar mit dem Gitter. Hallo, ist das hier ein Gefängnis? Okay. Gut, keiner da. Der geht vorne nicht auf und der geht hinten nicht auf. Okay. Da werden ewige Leute geführt. Bestimmt von anderen Schwärmern oder so. Oh, der war schon ziemlich nah. Da müssen wir doch mal gucken. Klar. Gut, der lässt sich nicht anwählen, das heißt, der ist da nicht böse. Aber die lassen sich anwählen. Genau, das ist ja so ein Feuer, denn ist da. Alles klar. Dann müssen wir helfen. Licht aus. Wurde das nicht von hier 20 Meter vorher verraten oder so? Moment, ich komme, Leute. So, sind das Freaker oder? Nein, das sind andere Banditen. Böse Buben. Lass das Lager in Ruhe!
Oh doch. So Leute. Ich wollte eigentlich ihn hier durchsuchen. Das ist die Schrotflinte, ja. Dann nehme ich das, mache ein bisschen mehr Schaden. Hey Leute, ich habe euch geholfen. Hey, alles klar. Hell. Es wird hell, es wird hell. Das finde ich ja toll. Bei welcher verdammt? Im Norden. Dahin. Fasst jemand meine Maschine an, das Gepäck, breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Alter. Alter. Ist ja gut, Mann. Alter, ja, ja. Fendi Tacker und Alkal. Alkal-Batterie, ja. Gut. Bin ich aber jetzt mit dem Motorrad hier angekommen, ist ja auch. Na gut. Ich darf euch mal eben aufs Dach steigen, ne? Um mal zu gucken, ob hier irgendwas ist. Dort ist ein Generator. Da sind die Leute. Aha. Okay, mal ein bisschen umgucken hier. Was machen die da hinten? Ah ja. Graben wieder neue Gräber und so. Gut. Ich gehe da mal wieder runter. So. Bam, 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 bam. Ah. Na, junger Mann. Ist ja gut. Bam, 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 bam. Hallo, kann ich hier rein? Wer schließt denn seine Tür hier am Tage ab? Da kommt auch keiner rein. Was war das? Ach so. Hat sich angehört wie so ein Knurren von einem riesen Hund oder einem Bär. Hä? Ich sag's doch. Wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. 7 Meter dickes Gestein. Man bräuchte Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wären. Bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal. Wir haben alle Hunger, ey. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine, oder? Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper. Heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Komm in die Richtung Norden. Al, sind sie hierher unterwegs? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er's. Was zum Teufel soll das heißen? Hm? Was soll das, hä? Verdammt, Elka. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein.
Soll ich hier deine Ausgrabung leiten? Oder soll ich in die Außenwelt? Ripper jagen. Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung. Was glotzt du so? Ich frage mich, ob du auf dem Hirn hast. Stopp! Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ich nehme dich mit. Upp. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Die Leute, die jetzt noch da draußen sind, sind nicht gerade die Art von Leuten, die du jetzt hier haben willst. Das Fieber hat noch zwei erwischt. Das ist nicht mein Problem. Du willst unser Essen? Dann ist es dein Problem. Wie gesagt, wir besorgen dir Sachen, aber wir ziehen nicht in dein blödes Camp. Wie war das noch? Ich bin ja vergesslich. Warum nicht? Weil es Zeitverschwendung ist, Tak. Da spricht der Optimist. Wo ist Boozer? Er sagte, er wollte zu Copelands Camp rüber und was gegen Fische eintauschen. Macht ihr jetzt gemeinsame Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher? Es ist nicht näher oder weiter. Hey, ich bin nicht Boozers Aufpasser. Er macht, was er will. Warum stinkt das so widerlich? Scheiße. Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker-Leichen bei Leuten wie dir, die ihre Arbeit machen. Also ja, wir lassen es brennen. Nehmt mehr Benzin. Brennt schneller, weniger Qualm. Weil wir ja so viel davon haben. Wenn es verbraucht ist, was willst du dann in dein Bike füllen? Deinen Schweiß? Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht. Im Lager fehlen Essen und Munition. Scheiße. Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler. Verdoppelt heute die Wachen. Allmählich habe ich die Schnauze voll. Alles klar. Ärger im Paradies? Wie gesagt, ein Camp ist wie ein Gefängnis. Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Weißt du wieso? Keine Ahnung. Weil wir genau das sind. Freakshow. Es haben nur die überlebt, die härter und brutaler als die Freaks sein können. Der Rest ist hier und hofft, dass ich sie füttere, beschütze und wärme. Sie sitzen auf ihrem Arsch und gucken dem Weltuntergang zu. Du, sofort zurück an die Arbeit. Zwing mich nicht, Cyrus zu holen. Faulpelze. In ihrer freien Zeit können sie machen, was sie wollen. Aber der Tag gehört mir. Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten. Ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast. Du warst was? Warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht. Ich war Oberin im Frauenflügel. Du siehst auch wie jemand aus, der schon mal gesessen haben könnte. Damals. Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger, bin aber nie dort gelandet. Ich habe einen Job für dich. Larsen war gestern auf Tour. Er kam durch Marion Forks und sagt, da war jemand. Eine junge Frau vermutlich. Aber er sah sie nur kurz. Als er angehalten hat, war sie verschwunden. Ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du. Er weiß, womit er es zu tun hat. Und du hast ein Talent für sowas. Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun. Mal sehen, was ich tun kann. Aber hör mal, Tak, ich will meine Punkte. Verlieren. Bring mir mehr Leute, dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst. Okay. Sie war ja die ganze Zeit alleine gefahren. Ich habe nur die Kamerarechnung wieder mal gedreht. Und ich soll ihr Leute bringen. Ich muss Wheeler suchen. Also die Nacht in der Hütte verbringen. Okay, mach das. Verfahr dich nicht, ne? Und so. Tag auch. Hi. Was hast du denn? Da haben wir 4800 Punkte. Reparieren kostet 35 Punkte, nachtanken 130. Nö. Ist klar. Das eilt nicht. Hallo. Macht der Motor da, okay. So viele Maschinen hier. Lalalalalala. So, was hat denn hier die Küche zu bieten? Ob der Hoffnung viel zu ringen ist?
Ich habe im Moment nur Wallflies dreimal. So, 45 und mehr im Moment nicht. Lalalala. Okay. Dann mal gucken hier, was wir bei der Beute haben. Er ist noch hier, ja, alles wie immer. Er hat wohl einfach zu tun. Es geht nicht, dass er verletzt sei. Das hat sich Tucker nur ausgedacht. Alles okay. Okay. Ba, 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 ba. Und was haben wir hier bei Mundi? Was willst du, Drifter? Was ist dein Problem? Einer von uns entkam aus einem Ripper-Camp drüben bei Iron Butte. Gefoltert, wie üblich. Aber diesmal fragten sie ihn nach zwei Bikern, zwei Männern, ob er die beiden gesehen hat oder so. Hier gibt's viele Biker. Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels. Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kutten? Als ob das was bedeutet. Ich glaube, mein Kopf ist bares Geld wert. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Wie du meinst, Dick. Was haben wir denn hier bei Waffen? Oh, hier gibt es mal neue Waffen. Halleluja. Das ist ein schlechter Zustand, ja. Gut. Schaden geht zwar hoch. Was haben wir denn hier? Ach, das ist noch gesperrt. Vertrauen Stufe 2, okay. Die anderen sind auch noch gesperrt. Alles klar, die hat da mal mit 0. Die Sache hat der Zustand, naja. Alles klar? Ja, ja, ich gucke trotzdem mal durch, was wir so. Okay. Na schön. Ah, repetier, ich weiß nicht, das ist so. Na, ich lass erstmal. Vorräte ist auch nicht anders als im anderen Camp. Stromgewehr habe ich noch irgendwie. Nee, da kann ich ja dann die alten oder so neuen rein tun, wie auch immer. Lass mich erstmal sammeln, ne? Bevor ich hier neue Waffen kaufe und so. Nicht das Geld zu früh ausgeben. Haha. Ah, ja. Lustig. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Ah ja, die Drogen zu Tucker bringen. Kai verkauft Waffen, die besser sind als deine. Oder Drogen zu Copland bringen. Manny hat versprochen, deine Rosslaube wieder flott zu machen. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wie machen wir das denn am besten? Ich kann das nicht abbrechen.
Ah, das ist blöd. Klar, hier und da mal eine neue Waffe und so eine bessere, aber wie viel Vertrauen bekomme ich, wenn ich jetzt hier die Drogen abgebe? Und die Drogen zu Copland bringe. Manni hat versprochen, ja, mit der. Oh Mann, ey. Schwer. Was mache ich da? Was mache ich da? Ach, wenn ich in die besseren Waffen komme. Falls auch nicht toll. Wenn ich nach Norden will, dann brauche ich bessere Ausrüstung. Ja. Okay, Tucker. Das ist leider so. Hey, Tuck. Hast du die Drogen von Leon? Ja, ja. Ob wollte sie unbedingt haben, aber ich weiß, wer meine Freunde sind. Da liegst du richtig. Geh zu Erkai. Dieser Larsen hat ein paar Gewehre und Flinten besorgt. Vielleicht ist doch was für dich dabei. So, haben die Trophäe erhalten. Ja, Lieferung. Kopfgeld ist hier gestiegen. Okay. 5000. So, und das haben wir. Freigeschaltet. Okay, ein neues Design. Gut. Und noch ein Design. Vertrauen erhöht. Alles klar. So. 57%. Ihr habt ja nicht zufällig eine Tankstelle in der Nähe, oder? Auf der Karte ist Moment, ich habe jetzt, ich sag mal, Waffenladen, den Händler Ohren. Das andere ist das Motorrad. Und das andere ist dann wohl die Küche. Gut. Einmal kurz schnell speichern. So, lass mal gucken. Okay. Was haben wir denn so für Story-Dinger hier überhaupt? Offen. Story offen? Im Moment gar nichts. Kann doch nicht sein. Na gut. Warte mal, hier ist auch noch was. Plündercamp. Ich habe hier ja Hinterhaltcamp 1 von 3. Okay, und hier sind es Hinterhaltcamp 2 von 3. Wo ist denn hier noch das dritte? Bam, 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 bam. Ich erinnere mich. Ich muss meine Vergangenheit bewältigen, ja. Dann geht's hier hin, aber hier. Dass hier jetzt so kein Fortschritt ist und so weiter. Er ist mein Bruder. Ich muss Buße. Oder ich muss Buße am Leben halten. Naja.
Die Suche nach Nero. Wo könnte denn noch was sein? Das sind ja die Dinger, die ich alle hiervon gemacht habe. Sind ja alle abgehakt. Da ist sowieso 100% Kopfgeld. Das ist ja das Problem. Alles hier haben wir ja schon. Gut. Was bleibt dann noch? Ich soll weiter nach Norden, aber... da ist ein Tunnel, hier geht's hoch. Ja. Klar, hier in der Stadt war ich ja schon mal. Wenn ich jetzt hier ein Zeichen mache. So, dann fahren wir erstmal hier rum und gucken. Dann geht der Weg da rum. Na gut. So, fahr doch hier rum. Danke. Und dann bis zum nächsten Mal hier. Ja? Hörst du mich? Ja. Bruce, warum liegst du nicht zum Teufel nochmal im Bett? Konnte nicht schlafen. Weißt du noch, was ich sagte? Unten im Tunnel? Geh da nicht rauf, Dick. Das macht dich noch verrückt. Usa, ich... Okay, hör zu. Ich geh da rauf, weil da oben Freaks sind. Mir ist egal, wo ich sie umlege. Kopfgeld ist Kopfgeld. Wozu dann all die Tulpen, hä? Hab sie gesehen, hier auf dem Tisch. Heute Morgen. Dieselben wie bei eurer Hochzeit. Ich weiß es noch. Ich werd... Usa, ruh dich aus, okay? Ich muss los. Dicken Ende. Und das sind keine Tulpen, Usa. Das ist Mauerpfeffer, du. Gut, aber dann werde ich jetzt mal eine Folgenpause machen. Und melde mich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut und... Bye-bye.